mag das Werbung einblendet Timing. Pausencounter 12. Die Leute auf YouTube beschweren sich, dass ich zu wenig sage. Jetzt beschweren sich Leute, dass ich zu viel sage. Stellt mal den Bun-Counter auf 4. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Party People, herzlich willkommen bei Skyline TV Live von der internationalen Funkausstellung. Wir haben tatsächlich jetzt das allererste Mal das Vergnügen, dass wir hier streamen. Wir haben das vorher nie gemacht, da will ich das doch komplett auf der Hand. IRL erfunden, Technik von heute und morgen hier entdecken. Ist doch eine geile Kombi. Hallo, ja, wer bist denn du? Haha, wer bist denn du? Du bist einfach nur ein Roboter. Ja, wer hat keine Gefühle? Ja, wer hat keine Gefühle? Wer muss immer geladen werden? Ein Stöpsel kriegst du in den Hintern. Ja! Oh wow, hallo, ein Feini, ein Feini. Oha, mach Männchen. Er hat einfach ein Herz gemacht, habt ihr das gesehen? Ja. Oh, nee, ne. Hallo! Kann man einmal so stehen bleiben, dass die Leute denken, man ist so ein. Nee. Oh, oh, oh. Fuck. Hilfe! Hilfe! Scheiße! Ah, nochmal Scheiße! Scheiße! Noch viel mehr Spider-App als vorher schon. Wir können deinen Kanal auch. Freut mich. Ja, gefällt uns. Wollen wir noch irgendwie Kontakte hier austauschen? Wirst du nicht wofür? Das ist nicht böse gemeint. Aber die bei Miele gucken mich nicht an, keine Ahnung. Na, sag mal. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich finde das so geil. Ich will nicht gleichgesetzt werden mit irgendwelchen TikTokern. Oh mein Gott, ihr glaubt nicht, welche Tagescreme ich hier nutze. Guckt euch meine... Endlich ist es soweit. Endlich kann ich eine Barbie sein. Denn laut Barbie kann man alles sein. Hi, ich koste nur 9,99 €. Ich bin rabattiert und auch in anderen Sachen bin ich ein bisschen billig. Darf ich das kurz ausleihen? Kaum Unterschied, oder? Boah, hoffentlich ist das jetzt nicht wieder so eine belanglose Sch**e, die dann im satten Hugo-Video auftaucht. Ja, wer ist das? Wer ist das? Mario Kart. Das ist Mario Kart. Das ist Mario Kart. Und wer ist da recht? Barbie. Mario Kart und Barbie. Wir haben hier Mario Kart und wir haben Barbie. Ey, du bist ein Sch**, ne? Was ist dein Lieblingsmeme? Mein Lieblingsmeme? Auch im Norden ist man Flammlachs. Das war schon sehr gut. Ich habe auch schon ewig keinen Flammkuchen mehr gegessen. Das isst man hier auch, glaube ich, gar nicht so oft, oder bei euch? Oh, unterschätzt das mal nicht hier. Auch im Norden ist mal Flammkuchen. Hab ich genießt. Das ist so gut von Trimax New The Edits. Die sind viel. Ja, ja, ja. Ich haue dir in deine Fresse. Mann, immer dieses dumme Niesen. Bringt doch nichts, oder? Oh no. Oh, ich hab genießt. Hilfe. Oh, oh. Ah, Hilfe, ich glaube, ich sterbe. Ich hab noch nie doppelt genießt. Das ist ja absolut sch. Genossen! Ich weiß es nicht. Manchmal kriege ich Seitenstechen vom Atmen. Normale vom Sitzen. Nee, ich habe, glaube ich. Ach, jetzt, warum atmest du jetzt wieder so laut? Also manchmal ist es so, Max. Wenn ich mich nicht darauf konzentriere zu atmen, also manchmal muss ich manuell atmen. Wenn ich in dem manuell Atmen-Modus bin und mich nicht darauf konzentriere, manuell zu atmen, kann sein, dass ich mich veratme. Und dann habe ich Seitenstechen. Kennst du das nicht? Das ist krass. Also ich krieg Seitenstechen. Ich sag dir mal, wann ich Seitenstechen kriege, okay? Ich hau mir 2 Jumbo-Döner rein mit doppelt Fleisch und dann gehe ich 5 Kilometer joggen. Dann habe ich Seitenstechen quasi. Das ist das Einzige, wie ich Seitenstechen ziehen kann. Aber dass du dich veratmest beim Zocken ist krass. Das klingt nach einem Bug. Ich halte die ganze Zeit die Luft an. Ich vergesse zu atmen. Was ist das? Ja, nee, nee, das ist nicht gut, Mann. Ich liebe den. Der ist so cute. Der ist so cute. Katzen sind so cool. Du bist gar nicht cool. Sei froh, dass ich den Schatz getroffen hatte. Junge, was war das für Timing? Du fährst mit deinem Rollenstuhl über Gläser. Ja, ja, genau. Und das sind so richtig dünne Gläser. Ja, ja, ja. Boah, so ein offenes Glas auf dem Boden triggert mich wahnsinnig. Was schon? Ich hab alles im Griff. Ich hab alles im Griff. Für den Gastgeber ist es okay? Nein, das triggert sich doch wahnsinnig, oder nicht? Ich trigger das wahnsinnig. Also mich schützt nicht, was nicht. Ich hab's dir gesagt. Jetzt ist es soweit. Ich hab's dir gesagt. Tu die Gläser nicht auf den Boden und roll dich mit dem Stuhl drüber. Jetzt stehen die Gläser vorm Chat. Ich drehe hier durch, Alter. Ich kann den Chat jetzt nicht mehr lesen. Die sind so dünn, die Gläser. Die sind mal kurz davor kaputt. Jetzt wieder auf dem Boden. Jetzt werden wir mit dem Stuhl drüber. Oh mein Gott, mit einer Hand wird geschmissen. Oh shit. Ich hab Angst, das halt. Oh, wieso schneidet Hugo das rein? Da hat doch jeder schlechte Laune. What the f***? Hab
Habt ihr das gesehen? Phoebe, ein Wassereis ist wirklich nicht schwer zu essen. Vor einer Woche, am Mittwoch, bin ich ja super mysteriös nicht online gewesen. Und ich konnte euch nicht sagen, was ich da gemacht habe. Aber ich habe vor, boah, ich glaube ungefähr einem Monat jetzt, einen Anruf bekommen von einem gewissen Herrn UFO361. Und dann meinte er, dass er eine lustige Idee hat. Die machen dafür einen kleinen Trailer, ob ich da nicht Lust hätte, mit dabei zu sein. Ja, da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen, Chad. Hab mich ins Auto gesetzt und bin nach Berlin. Wir haben es geschafft, heilige Scheiße. Started from the bottom, now we're here. Guckt euch das an. Bro, wer ist sein Arsch hier? Wer ist er, Bro? Weißt du, anscheinend, dass Wilbo irgendwelche verfickten Videos von mir schneidet, Bruder, editiert er sowas hier. Da sind wir. Guck mal. Was geht ab, Chat? Was geht? Ich seh die Steine in dem Bentley auf dem Weg Richtung Beverly Hills. Wer hätte das mal gedacht? Onkel Monte mit dem Fahrrad. Boah! Das hab ich gar nicht gesehen, Digga. Den Dreck hab ich gar nicht gesehen, diese Scheißpflanze, Digga. Das ist hier also der Phoenixsee. Okay, und hier kann man mit dem Fahrrad fahren. Tja, hochgradig interessant hier. Erster Eindruck meinerseits, Isebach in Buxtehude ist besser. Man kann hier der Phoenixsee einpacken. Das, Freunde der gepflegten Unterhaltung, ist der Isebach in Buxtehude. So, dann drehen wir mal eine Runde. Boah, der Mann da vorne ist so am Ackern, Digga. Der hat sogar noch eine Regenjacke an, damit er extra schwitzt. Links zwo. Wohnst du hier in der Nähe? Ich bin mit dem Boot hier gerade gekommen, da vorne. Mit so einem kleinen Ding, da fahre ich nachher noch nach Las Vegas rüber. Auf entspannter Rino. Ich sehe auch so unfassbar dämlich aus, weil ich auch noch meinen Fahrradhelm aufhabe, Digga. Und es wird so viele TikToks wieder geben, wie ich mit einem verschiedenen Fahrradhelm in so einem Tretboot sitze. Flip, flap, fluba, duba, blub, fluba, duba, blub, auf, flap, flip, flap. Montana Black. Wie bitte? Montana Black. Was ist das? Ein YouTuber. Nee. Okay. Mach's gut, Jungs. Ciao, ciao. Oh, Digga. Habt ihr das? Das war knapp, Bro. Fast auf die Fresse gelegt. Hat das hier einen speziellen Namen, Chat? Dieser Parkweg hier? Ich habe oben Graffiti angeguckt und nicht auf die Straße geguckt, so dämlich. Oh, ich glaube, ich werde noch mal einen kleinen Step ans Wasser machen. So, Achtung, Jungs, jetzt kommt der Papst. Die denken auch, ich bin hier dieser ganz andere Naturforscher-Filmer, Digga. Ich bin hier gerade einer ganz großen Sache auf der Spur, Digga. Ich liege hier wirklich wie der letzte Dulli, Digga. Ich hab's mir hier einfach bequem gemacht, Digga. Ich bin hier gerade in der Antarktis und habe hier eine ganz besondere Spezies gefunden. Die Wildgans aus Dortmund. Die denken sich auch, was für ein unfassbarer Dulli. Warum legt er sich da jetzt vor uns auf den Boden? Nicht hier die Gänse stören, Mann. Kann nicht sein, Digga. Wieso respektieren die Leute so wenig die Privatsphäre der Gänse, Digga? Und laufen da straight durch. Digga, was macht der denn da? Guck mal, was soll das denn, Digga? They see me rolling. Wenn ein E-Scooter hier am runterfahren. Oh,